Ob wir noch ein paar Federn haben? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Oh. Okay, wir sind jetzt nicht weg. Noch nicht. Wir haben 0,01 KP. Was war denn das? Wir sind weg. Also, wurdest du getroffen? Ja, also... Ja. Von diesen mutierten Hunden. Ja. Aber den Kristall und die Feder hast du jetzt trotzdem noch. Die habe ich trotzdem noch, ja. Alles. Ey, vielleicht ist jetzt wieder eine Feder da, das wär's doch. Das wär... Ein kleines bisschen, ein ganz kleines bisschen. Wäre doch toll, mal endlich alle Bilder zu sehen zu können. Ja, alle 200 Bilder, geil. Super. Bis jetzt habe ich ja nur 125 oder 15, weiß ich nicht, freigeschaltet. Nie alle Bilder. Weißt du, was ich mich gerade frage? Die Bilder müssen doch irgendwo abgespeichert sein. Meinst du nicht, dass die irgendwo innerhalb eines Spielordners dann drin sein müssten? Nein, das ist so, dass man auf Extras geht, dann einen Spielstand lädt und dann kann man sich die Bilder von diesem Spielstand ansehen, die man in diesem Spielstand freigeschaltet hat. Die Bilder. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Wenn man nicht alle findet, muss man ja erstmal auf die Festplatte gehen. Dann erstmal den Ordner suchen, wo das Spiel rein installiert ist, wo die Daten vom Spiel sind. Ich erinnere zu erwähnen, dass ich das auf der PlayStation 2 spiele, nicht auf dem PC. Ach verdammt! Das vergesse ich immer. Das ist natürlich schlecht. Ja, und PlayStation 2 Spieler gibt's so Ordner nicht unbedingt. Das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, dass man in PC-Spielen so eine Ordner, so eine Bilderordner nicht hat oder so. Weil sonst hätte man die ja, also, sonst nicht unbedingt freischalten, sonst kann man sie ja so aufrufen. Wir sind schon wieder fast weg. Gleich das dritte Mal, wenn ich jetzt nicht wieder verliere. Ja. Mann. Gibt's ja nicht, ey. Ja, Schwierigkeitsgrad haben wir auf höchsten Level eingestellt. Echt? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Och Manu. Ich bin schon in Zeitdruck und greife mich trotzdem an. Das... Naja. Jetzt sag mal, du hast ja fast gar kein Leben. Ja, weil das ist, die Hunde, die sind so nervig. Das ist Sumpfmonster. Ja, und die Hunde, die greifen mich immer. Ganz gemein. Ist ein Viecher. Ah. Okay, jetzt das Sumpfi-Monster. Brenne. Oh, da ist schon der Hund. Da, 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 da. Kann ich denn den besiegen und dann. Sumpf machst du sofort gleich zu angreifen. Er greift an, ich geh weg. Ich geh dahin. Greif an, bei Feuer, mach Zeitlupe, werd getroffen. Und lauf weg. Ich greif an, ich werd getroffen, bin tot und wir müssen nochmal. Oh! Alter! Das ist bereits echt. Das ist unfair, das ist richtig. Nein, nicht angreifen, Hund! Er holt aus, wir weichen aus. Du musst das nicht kommentieren, die Leute sehen das alles. Hoffe ich zumindest. Ich versuche das nur ein bisschen spannender zu machen, weil ich das jetzt zum fünften Mal mache. Ich halt fast nicht. Okay, irgendwelche Vorschläge, was, über was wir reden könnten? Ja, ich... zum vierten Mal nicht. Das ist kein Gesprächsthema. Okay, Gesprächsthema, die Sumpfmonster.
Wieso, wie leben die eigentlich? Durch Kristalle? Nicht. Das sind eigentlich vielleicht noch lebende Pflanzen, die halt sich mit dem Erdreich verbinden und sich so erhalten. Ich habe eine bessere Idee. Mhm. Das sind fleischfressende Pflanzen, die zum Leben erwacht sind. Toll. Dann wenn Spyro mal so platt geht, oh Mann, davon. Welche Ohren? Ohr, hab ich gesagt. Nein, nein! Och Mann, was ist denn das? Hallo? Das gibt's ja nicht. Ich hab genug Kraft, um weiterzumachen. Ist das normal? Sag mal, dort, wo du gerade irgendwie so gestorben bist, da war eine obere Kante. Hättest du nicht von da aus kämpfen können? Nein, da kommst du. Oh, ist wieder was weg. Das ist ja... Alter, das ist ja jetzt nicht normal. Das ist ein Bug, wir dürfen nicht so oft sterben. Ja. Das ist ja nicht mehr, das geht doch gar nicht. Ja. 3, 4 Schläge, dann sind wir weg. Muss ich ein bisschen beachten. Also, ich würde denken, das wird doch viel schwieriger. Mist, Hund, ich trete hier im Popo. Oh, so eine Verniedlichung ist süß. Okay, dann sag ich beim nächsten Mal wieder. Nein. Ah. Nein, wirst du nicht. Und dir, du zusammen, du Sumpfmonster, dir trete ich in deine Pflanze. Brenne! Nein! Och Mann. In sein vermodertes Holz. Die kann man gar nicht besiegen. Oder ausweichen. Das bringt gar nichts, weil sobald der zieht, mache ich Zeitlupe. Also es dauert so lange, bis es aktiviert ist irgendwie, dass der mich schon geschlagen hat. Musst du versuchen, schon vorher Zeitlupe zu machen. Ja. Aber der Sumpfmonster ist doch bestimmt langsam. Da greifst du den halt an und... Denkste. Kann ich jetzt irgendwie noch, vielleicht nochmal zurück? Irgendwo habe ich doch einen roten Kristall da hinten. Ja. Kannst du? Sollte ich mir das holen und riskieren, dass ich auf dem Weg sterbe? Oder sollte ich mit der Hälfte der... Ich lauf einfach rüber. Oder soll ich mit der Hälfte... Ich lauf gleich rüber. Weil ich das jetzt erklärt habe, wie ich das mache... Mach! Bin ich schon dreimal hin und her gelaufen. Ja, dann wärst du doch jetzt momentan... Fertig zur Hälfte. Ja, ich bin zur Hälfte fertig. Ich bin wieder auf dem Rückweg. Ja, Moment. Noch würde ich erklären, wie ich das so machen würde. Und ich wäre genau jetzt fertig. Toll. Yay. Eine Erklärung erspart. Ja. Und jetzt kann ich mal... Och, Hunde schon wieder. Jetzt kann ich mal euch sagen... Fragen. Falls ihr doch wissen wollt, wie ich das meinte mit der Erklärung, dann schreibt mir einfach und dann werde ich im nächsten Part, also in der nächsten Aufnahme, die Erklärung erneut sagen. Da weiß ich die doch gar nicht mehr. Ich weiß. Ja, also müsst ihr euch gar nicht bemühen zu schreiben. Na doch, ihr könnt schon mal schreiben, komm. Okay, dann. Euch. Dann wie wär's mal nochmal Aufforderung zu fragen oder irgendwas? Fragen, die euch interessieren oder die euch schon mal so gedacht habt zum Spielgeschehen oder warum? Das kann ja sein. Boah, wir sind schon wieder fast weg. Wie geht denn das? Lass dich nicht umlegen. Lass dich nicht umlegen. Die kommen hier, die springen mal hier aus 10 Meter Entfernung direkt mir ins Gesicht und. Wie die Spinne bei Deadly. Deadly Creatures. Genau. Wenn ich da auch so eine Muster könnte, wie hier mit Spyro. Was? Also. Ja, ne? Das ist ja. So anvisieren die Gegner und dann von hier auf den Gegner springen. Und dann sofort besiegen halt. Aber nein, Spyro ist nicht so stark wie eine Spinne. Er muss noch trainieren, immer noch. Ich hatte. Das erinnert mich irgendwie aus sinnlosen Gründen an die Bio-Olympiade. Da war so eine ganz komische Frage. Aha.
Frage war, was ist das stärkste Tier? Scherzfrage in Klammer. Das stärkste Tier? Ja. Ich schätze mal jetzt ein Elefant. Was, eine Wand? Eine Elefant. Eine Wand. Nein. Nein? Was denn dann? Antwort war eine Schnecke. Aha. Weil sie ihr Haus tragen muss. Das wiegt doch nichts. Ja, deswegen stand ja auch in Klammer dahinter Scherzfrage. Wie sinnlos! Und sowas in einer hier Bio-Olympiade zu verwenden. Ich meine, ich könnte mir auch ein Haus aus dem Pappkarton basteln. Ich hab. Bist du stärker als die Schnecke? Naja, jedenfalls. War da. Auch noch ein paar andere sinnlose Fragen. Mhm. Zum Beispiel, was war das erste Material, was all dem hier in der Bio-Olympiade so. Was wollen oh, Cassin, sorry. Ich weiß nicht mal, wonach ich suchen soll. Ich glaube, wir haben uns verirrt. Hey, hast du die mal probiert? Hm, die sind oberlecker. Mm-mm. Na los, probier mal. Sparks, nicht essen. Du weißt doch gar nicht, was das ist. Unfug, die sind absolut genau. Also gut, ihr Maden, schwärmt aus. Es wird nichts gefangen, das kleiner als ein Mistflieger ist. Scap will dieses Mal nur hochkarätige Kämpfer. Und es gibt doppelte Beute für den, der Arborek fängt. Hier stimmt was nicht. Ignitus sagt, dieser Ort wäre unbewohnt. Wir müssen irgendwo falsch abgebogen sein. Wer will umkehren? Ei, das kommt von da drüben. Seht mal nach, was da los ist. Oh, doch nicht jetzt. Also, wie geht's denn so? Der kleine Grabbler ist nicht größer als eine Sumpfratte. Hey, wen nennst du hier ein Krabbler, du schielender, sabbernder Köter? Oh, oh. Er greift ihn.